Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sniper Elite 4. Wir machen heute weiter mit der Kampagne. Und zwar den zweiten Teil. Dorf Bizanti. So, spielen wir das Ding an. Wir wollen natürlich heute weitermachen. Ich hatte eigentlich gedacht, heute machen wir ein bisschen Koop, aber irgendwie ist der Kollege, bei dem ich das eigentlich tatsächlich ein bisschen ansetzen wollte, heute nicht gekommen. Ich wäre gestern nicht dazu gekommen. Das heißt, ich werde heute nochmal die Kampagne alleine machen, damit ich ein bisschen was habe. Immer wieder in Sanchelini. Andreas Kessler. Genialer Raketenwissenschaftler. Pionier der Lenkflugrakete. Schürzenjäger. Trinker. Besessener Nazi. Kesslers Fachgebiet sind Langstreckenraketen. Aber das SOI vermutete Probleme mit der Funksteuerung. Die Zerstörung der Orchidea beweist, dass wir falsch lagen. Sehr falsch. Die Orchidea war ohne Zweifel ein leichtes Ziel für einen Test. Aber wenn die Nazis über lenkbare Langstreckenraketen verfügten, würde das den Kriegsverlauf auf den Kopf stellen. Laut US-Geheimdienst, dem OSS, ist Kessler in Süditalien, vermutlich protegiert von einem Nazi-General namens Heinz Böhm. Ich wurde in die Küstenstadt Bizanti entsandt, um unseren OSS-Kontakt zu treffen. Angesichts der bevorstehenden Invasion Siziliens war es wichtig, die Pläne der Nazis zu lüften. Jo. Und weiter geht die Reise heute. Wir gehen wieder ein bisschen snipern. So, wir bieten mir das Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Ich höre Sie, Rotfuchs. Ein US-Aufklärungsflugzeug hat am Stadtrand einen Sendeturm ausgemacht. Der Funker muss ausgeschaltet werden, bevor er Verstärkung rufen kann. Und der Scharfschütze auch. Ende. Hab verstanden. Ende. So. Da sind wir. Warte mal. Ich muss hier wieder mal. So, da müssen wir hin. So wie das aussieht. Na, dann gucken wir mal, ob wir hier tatsächlich ein bisschen. Finde den Funker, bevor er Verstärkung ruft. Also müssen wir tatsächlich jetzt ein ganzes Stück laufen, so wie das aussieht. Ist das gerade richtig? Was ist das hier für einer? Lieutenant Carl Fairburn. Gute Arbeit auf Sanchelini. Danke. Das in Anbetracht der Umstände. Viele tapfere Männer starben auf der Orchidea. Sorgen wir dafür, dass ihr Opfer nicht vergebens war. Wir müssen Kessler finden. Ja, hab schon gehört, dass sie schnell auf den Punkt kommen. Übrigens, ich bin Jack Weaver. Das OSS weiß ihre Eile sehr zu schätzen, Carl, aber wir müssen sehr vorsichtig sein. Was wissen Sie über Heinz Böhm? Der Schlechter von Bologna. Ja, Böhm ist ein sadistisches Schwein und aalglatt. Wir wissen noch immer nicht, wie er aussieht, obwohl man sein Werk mittlerweile überall sehen kann. Wir glauben, er kontrolliert Kessler. Böhm finden, Kessler finden, verstanden. Ihre Leute meinen, man sollte sich beim hiesigen Widerstand Hilfe holen. Nach unseren Erfahrungen mit den Partisanen könnte das schwierig werden, aber wir versuchen es. Okay. Ich brauche einen Namen und einen Ort. Ihre Anführerin ist eine Frau namens Sofia di Rocco. Man nennt sie auch den Engel. Sie finden sie in der Stadt. Na schön, ich versuch's. Karl, hören Sie. Die Nazis haben eine Rastrellamento durchgeführt. Sie haben die Stadt durchkämmt, Partisanen zusammengetrieben und womöglich haben schon die Exekutionen begonnen. Wissen Sie, wo Sie sind? Wenn ich das bloß wüsste. Das Partisanen-Hauptquartier. Danach sollten Sie Ausschau halten. Schon dabei. Karl? Das hier ist ein Pulverfass. Wir brauchen nur jemanden, der es entzündet. Okay. So. Für das Hauptquartier der Partisanen. Wir sollten erstmal in die Stadt rein. Oder?
Kids go. Ich die beide down? Da stehen zwei Leute irgendwo. Mal sehen, ob ich das Hauptquartier der Partisanen finden kann. Den ersten holen wir uns schon mal. Ich sehe den aber nicht. Ich habe den doch gerade eben gesehen. Was ist denn? Da. Einmal kurz schön durch den Darm. Easy peasy. So, weiter. Keine Garantie, dass das hier kurze Folgen werden. Will ich auch gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich bin geholt? Nee. Scheiße, ich hab die verzogen. Das Boot macht eine Annäherung über den Strand nicht leichter. Da im Turm, verdammt. Ja, der Turm. Kriege ich nicht von hier aus, oder? Ich glaube, ich habe das Boot erwischt, oder? Offizier verletzt!
Infanterie. Nehme seine Position ein. Verstanden. Der zweite kommt da hinterher. So, alle down. Zumindest die Jungs. Das Schiff ist zerstört. Und die Munition oder was auch immer, die noch haben. Habe wohl alles Verwendbare eingesackt. So. Scheiße. So, die Leiche mal aufheben. Sonst nichts. So. In der kompletten Aufregung habe ich auch den Scharfschützen gerade nie Scharfschützen vergessen. Das war natürlich der eigentlich ursprüngliche Plan. Das war's mit dem Scharfschützen, glaube ich. Ich glaube, die Kugel müsste durchgehen. Das wird die Killcam nicht kommen. Das war der Scharfschütze. Der Scharfschütze. 215 Meter Kill. Sehr schön. Das war der Scharfschütze. Ich muss mal kurz was anderes machen. Ich muss mal die Jungs da ein bisschen looten. Hier gibt's nichts mehr zu finden. So. Hab ich noch irgendwo einen Gegner vergessen? Hoffentlich nicht. Doch hier. Oh, der hat einen Abschiedsbrief. So, weiter. So, denn der will jetzt noch ein bisschen was. Mehr finde ich nicht. So, damit haben wir alle da und alle Kollegen abgelootet. Und ich vermute, dass die Stadt doch ziemlich voll ist ein Gegner. Bei dem LKW zum Beispiel hier vorne stehen Minimum 2.
Problem, wir sind immer zu zweit unterwegs, die Jungs. Die sind immer zu zweit unterwegs. Das ist das Problem an der Sache. Okay, der LKW kommt, das heißt, wir müssen ein bisschen Ruhe. Wir bleiben jetzt ein bisschen in Deckung. Das ist vielleicht Minimum ein paar Leute. Ich will mir den einen hier gerne holen. Das Hauptquartier muss hier irgendwo sein. Die sind hier drin, ha? Huh? Das heißt, ich komme nicht ran. Shit. Der hat sich jetzt ein bisschen weit rausgelehnt. Schön wachsam bleiben. Level 3.
Gute Nacht. Den wollte ich mir noch holen, schnell den Typen. Gehört, ja. Das ist mir klar. Da sollen sie mal ruhig herkommen. Macht es mal einiges einfacher für mich. Aber ich habe den Armin ja weggeholt. Also so viele Gegner sollten sie ja nicht. So übertrieben viele Gegner sollten sie ja nicht sein, ne? Feind sucht. Ja, ich meine, ja. Habe ich denn jetzt einer gesehen da oben? Den sehe ich nicht. Der hätte mal ein bisschen ruhig herkommen sollen. Problem ist einfach, dass ich nicht in das Gebäude reinkomme. So, ich muss natürlich weitermachen jetzt hier. Ich würde gerne mal die drei da hinten wegholen. Vier sind es. Infanterie. So, sie wissen zuletzt, wo ich war. Vielleicht kommen sie jetzt mal aus der Deckung raus. Das wäre natürlich für mich ein bisschen einfacher. Da kommt aber keiner von denen, ne? Che le nostre famiglie fossero felici e con la pancia piena, ma siamo pur sempre una nazione operativa.
volte ci piace avventurarci fuori dall'Italia. In tali casi è necessario ampliare i confini patri per assicurare la sicurezza e il benessere della nostra gente. La nostra gente deve essere protetta dai barbari e da quelli che vogliono vedere l'Italia capitolare. L'America e la Gran Bretagna non possono sopportare che... Voi siete in ma... Sehen die mich denn? Ernsthaft? So, diesmal nicht, mein Freund. So, aber den nächsten Teil, die weitere Stadteinführung sehen wir uns dann im nächsten Part an.